Aus hier. Schön. Ja, Spinnen können ja drüber. Ich bin weg. Ja. Mal gucken, was das Ganze dann gibt. Aber schön. Zumindest, dass die Aufnahmen mit den... Ich glaube, inzwischen sind sogar 184 Mods. Weil jetzt... dieses neue dazugekommen ist mit Open Blocks. Was ich noch gar nicht benutzt habe. Glaube ich zumindest. Und dafür so ein paar andere Sachen rausgeflogen sind. Vor allem Ding, warum die rausgeflogen sind während des Updates, ist es halt, dass es eine Mod ist, die von Fans gewählt wurde. Also die Entwickler, eben dieses Feed the Beast Team, wo ich meinen größten Respekt vorhabe, was die da alles zusammengebaut haben und geschrieben haben an eigenem Code größtenteils. Die haben alle möglichen Mods, die sie aus früheren Modpacks, also das sind so riesige Packs, manchmal auch ziemlich kleine, so dass man die auch mit einem Gigabyte Arbeitsspeicher locker bewältigen kann, zusammengestellt. Also die stellen die Mods zusammen und jetzt haben sie gesagt, ja, gib mir mal uns eine schöne Auswahl. Und dann haben die Fans sozusagen alle möglichen Mods da reingebracht, die sie toll fanden. Und dann haben sie versucht, was daraus zu machen und rausgekommen ist halt das, was wir hier sehen. Eine riesige, große, schon sehr geile Mod, die auch allerdings ziemlich viel Leistung braucht, wie gesagt. So, was sagt der? Der sagt, geschmolzen 16 Stück. Das bedeutet 9 kommen daran und 7 hier durch. Das bedeutet, vier waren in einem Stück drinne. Das ist schon, ja, heftig. Komm, gib dein Zinn her. So, du bist auch mit dabei. Und also, haben wir hier noch Talit, oh. Boah, Silver. Nether Kappa. Kappa und Silver, wird das irgendwie zusammen gemacht? Ich weiß es jetzt nicht. Ich steck die mal einzeln rein. Na, mal gucken, was es gibt. Auf jeden Fall werden jetzt Sweatstone oben mal rausgepackt. Was der inzwischen sagt. Der sagt nichts. Der sagt 3 Stück. Und da bin ich mal gespannt, wie viel Redstone da drauf geht. Den könnten wir eigentlich mal mit Haste ausbauen. Da können wir leider kein Haste mehr drauf machen. Schade. Hätte ich gerne gemacht. 24 Stück. Okay. Dann würde ich sagen, stopfen wir mal diese Teile mit Haste voll. Das lohnt sich dann auch. Okay, lass mir das vielleicht erstmal, machen wir erstmal die kleinen Sachen. Damit die auch in den Ofen nachher kommen können. Boah, das dauert so lange. Ich sollte wirklich mal Upgrades machen.
Hier, Dust. So. Komm, das Platinum kommt nach unten. Ich würde gerne mal wissen, mit diesen Extreme Essenzen. Usage. Also einmal Seeds. Was nützt das? Man kann daraus auch wieder Strong Essences machen. Gut. Wither Skeleton Seeds. Emerald Seeds. Obsidian Defender. Shift. Nein. Boah, verdammt. Falsche Taste. Man sollte lesen können. Shift-Right-Click. So, nochmal. Also ich würde sagen, das ist einfach nur ein 150 Lebensgeneration Apfel. Off. Warte. Infused Helm. Infused Chestplate. Diamond Leggings, Diamond Boots, Infused Diamonds, Poo, Attack 9 Damage, 7, es gibt ja mal eben 9. Gut, 9 Damage, was ist das? Ist das, 18 Schaden? Oder ist es 7 halbe? Was allerdings auch schon ziemlich heftig wäre. Kobalt Seeds. Ich würde sagen, ich mach mal sowas. Platinum Seeds wären richtig geil. Uranium Seeds natürlich. Okay, also. Zwei Shiny Ingots plus Ferrous Seeds. Wie macht man die Ferrous Seeds aus Strong Essence und Seeds und Ferrous Ingots? Gut. Wie macht man die Strong Essenzen? Die machte man einfach so. So, das habe ich schon mal. Jetzt brauche ich Seeds. Die ich natürlich überhaupt nicht habe, weil ich alle weggeworfen habe. Intelligenzbolzen. Erstmal schlafen gehen. Was machen wir eigentlich oben? Was machen wir hier noch? Boah, wir machen jetzt so viel gleichzeitig. Das ist etwas doof. Irgendwie, das ist alles so verwirrt. Es ist so verwirrend. Naja, egal. Appetite Ore. Boah, es gibt so viel zu entdecken. Und ich mache jetzt auch gerade nicht an meiner Liste weiter, weil ich einfach die Liste nicht parat liegen habe. Was
ziemlich doof ist. Muss ich selber zugeben. So. Du kannst die Redstone-Sachen daraus bauen. Und das. Und der Rest kommt wieder nach unten. Und dann brauche ich drei. Drei Seeds. Würde ich sagen. Oh, der macht aber auch ganz schön Schaden. Also die Sachen sind wirklich nicht zu verachten. Aua. Obwohl er hier drin stecken geblieben ist, machte der den. Wieso eigentlich so weit weglaufen? Da ist mein erstes. Schade. Da sind keine. Keine. Das ist meine zweite. Das sind leider jetzt andere Seeds. Das ist so ein Problem. Das ist mit dieser riesigen Mod-Anzahl auch die Drop-Rate erheblich kleiner ist und man nicht das Richtige findet, sondern immer nur alle möglichen Sachen, die man eigentlich überhaupt nicht, oder die man überhaupt nicht braucht. Dann muss ich mal weiter in den Dschungel rein.